In den Grachten von Utrecht lauert eine unsichtbare Bedrohung. Und der Mikrobiologe Sybren de Hooch ist ihr auf der Spur. Lebensgefährliche Pilze soll es hier in Holland geben. Sogenannte schwarze Hefen. Wer in ein solches Gewässer stürzt, mag sich vor dem Ertrinken retten können. Doch dann holt ihn die schwarze Hefe. Der mysteriöse Tod aus dem Wasser. Auch in Deutschland treibt er sein Unwesen. Sommer 2002. Im thüringischen Bad Berka geschieht das Unfassbare. Ein zweijähriges Kind ertrinkt in einer Regentonne. Der Junge war einen ganz kurzen Moment unbeobachtet im großelterlichen Garten gewesen, hatte gespielt. Und als man dann nach ihm suchte, nach ganz kurzer Zeit, man konnte hinterher nicht genau rekonstruieren, ob es nun 1 oder 2, 3 Minuten waren, war er verschwunden. Und man hat ihn dann aus einer im Garten eingegrabenen Regentonne gezogen. Der leblose Junge wird sofort reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Er erholt sich schnell und scheint das Schlimmste überstanden zu haben. Doch plötzlich treten Komplikationen auf. Der Junge wurde schläfriger, dann komatös, erlitt einen Krampfanfall, einen epileptischen Anfall, musste wieder beatmet werden. Man hat dann eine Computertomographie angefertigt, ein Schichtröntgen des Gehirnes. Wir haben dann letztendlich bei dem Kind einen der großen Herde, die relativ nah an der Hirnoberfläche waren, über eine kleine Operation bioptiert, entfernt und haben das dann in die Hygiene und in die Neuropathologie geschickt. Der schreckliche Befund: Pilze haben sich im Gehirn breit gemacht. Aber welche? Das müssen die Ärzte unbedingt wissen. Nur dann hat das Kind eine Chance. In Utrecht sammelt Sybren de Hooch Hunderttausende solcher Pilze. Gefährliche Musterexemplare, Vergleichsproben für die Detektivarbeit der Wissenschaftler. Nur so lassen sich die Funde gesundheitsschädlicher Organismen vom Tatort exakt bestimmen. Und tatsächlich, der holländische Wissenschaftler und seine Mitarbeiter können den Pilz aus Deutschland identifizieren. Es ist derselbe, den der Mikrobiologe in den Grachten von Utrecht gefunden hat. Scedosporium apiospermo, aus der Familie der schwarzen Hefen. Der unaussprechliche Schimmelpilz ist in der Regel völlig harmlos, kann aber unter bestimmten Umständen gefährlich werden. Wenn er mal im Blutbahn eindringt, kennen wir auch eine Gehirninfektion, dann sind die hochvirulent und man stirbt auch. Aber das Eindringen findet praktisch nicht statt. Sonst könnte man sich natürlich fragen, wie ist es überhaupt möglich, dass wir alle noch leben, wenn es so uns um uns herum so ein hochvirulenter Pilz gibt. Ein Schimmelpilz, der allgegenwärtig ist. Im Haushalt. In unseren Spülmaschinen übersteht die schwarze Hefe sogar hohe Temperaturen. Das war erstmal ein Schock. Also, als wir gesehen haben, man inhaliert das Ding einfach jeden Tag. Und es ist im Geschirrspüler, das sieht sehr gefährlich aus. Jetzt wissen wir natürlich auch wieder durch diese weiteren Untersuchungen, dass die Chance, dass auch wirklich eine Infektion entsteht, außerordentlich gering ist, weil gerade diese Pilze keine Fähigkeit haben, um in menschliche Körper einzudringen. Normalerweise. Aber bei dem Kleinkind in Bad Berka rissen beim Ertrinken auch Lungenbläschen ein. Durch die Wunden gelangten Schimmelpilze aus dem verseuchten Wasser in die Blutbahn und infizierten sein Gehirn. Wenn man nichts gemacht hätte, wäre der Junge gestorben. Das Wissen um den Pilz war Rettung in letzter Minute.